Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ja, hallo, der Myopi hier. Ich habe heute vor, ein Video zu machen zu dem Erfolg in Akt 2. Und zwar im letzten Winkel. Und da fehlt mir halt noch das Grab von Sada. Und das habe ich gerade gefunden. Das ist echt verdammt selten und taucht auf der Minimap auch nicht auf, wenn man nicht die Vorrichtung aktiviert. Ich befinde mich hier im Schwierigkeitsgrad Inferno, aber das ist nicht so wichtig. Das Grab von Sada taucht in jeder Schwierigkeitsstufe auf. Und ich gehe gleich noch das letzte Stück der Karte ab. Es gibt ja hier in der Oase so grob zwei Bereiche, einmal den oberen, hier mit dem kleinen Weg, wo es so in die Aquädukte geht, die unterirdischen, und dann diesen unteren Bereich. Hier ist der Wegpunkt Weg zur Oase. Hier unten kommt man also in die Oase rein. Dieses Stück werde ich gleich noch abgehen, damit ihr seht, wo das Grab ist. Wenn ihr auf YouTube schon mal geschaut habt nach dem Grab von Sada, ich habe es auf jeden Fall in Videos oft gesehen, dass es hier im oberen Bereich öfter war. Ich habe das Grab, das ziemlich genau hier ist, jetzt hier eher im unteren Bereich gefunden. Es kann also im Endeffekt, schätze ich, in der ganzen Oase auftauchen, das Grab von Sada. Es befindet sich also hier. Der Wegpunkt ist ja auch immer woanders. Der Wegpunkt der Oase. Und ich habe jetzt hier schon relativ oft geschaut, ob ich das Grab finde, und es scheint doch sehr selten zu sein. Das ist nämlich jetzt gerade das erste Mal, dass ich es finde. Oh. Ich versuche dann nochmal eben hier die Unverletzlichen zu nehmen. Das ist ein Chef. So, das war eigentlich auch schon das letzte Stück noch der Karte. Dürfte der Rand sein. Ich gehe das jetzt nur ab, damit ihr euch besser orientieren könnt, wo ich es jetzt gefunden habe. Und auf welche Formation ihr achten müsst. Das ist nämlich so eine Felsformation mit einer ganz bestimmten Form. Ich komme jetzt da in die Nähe. Und genau dieses hier ist es, dieser Felsbrocken oder diese Felsformation mit der Treppe hoch, und hier ist auch der Hebel. So, wie ihr auf der kleinen Map hier oben in der Ecke sehen könnt, es ist halt so etwas geschlungen. Nur mal zu verdeutlichen, wo es jetzt insgesamt auf der Karte ist. Und wie gesagt, ich habe auf anderen Videos auch schon gesehen, dass es hier in dem oberen Bereich sein kann und hier auch im unteren Bereich. Also es bleibt einem wohl nichts anderes übrig, als doch die ganze Oase dauernd abzusuchen. Und dann ist es hier so eine geschlungene Formation. Die seht ihr dann auch, wenn ihr da hinkommt. Und ja, wenn ihr den Hebel aktiviert, erst dann wird der Dungeon-Eingang sichtbar.
Erst jetzt ist das Grab von Sada sichtbar. Ja, da ist auch schon der Erfolg im letzten Winkel. Genau. Und jetzt fehlen mir auch noch Sadas Gedanken. Mir verfehlen auch die Versprechen von Fesul. Ich habe den schon tausendmal umgehauen, aber mit dem Hauptcharakter hier leide ich wahrscheinlich unter diesem berühmten Bug. Ich habe das Buch schon gefunden, wahrscheinlich schon vor Wochen, und es wird nicht angerechnet und jetzt kann ich es nicht mehr finden mit dem Charakter. Aber es ist ein anderes Thema. Sadas Gedanken sind hier nämlich auch noch in dem Dungeon. Also nicht nur das Grab von Sada als Erkundung, sondern auch Sadas Gedanken, das Buch, findet man hier auch. Das Buch war wahrscheinlich nicht das, was ich brauchte. Das hoffe ich zumindest mal. Schon wieder unverlässliche Diener. Gibt ja nichts Schöneres. Ah ja, hier ist der Hebel. Mal kurz schauen, was es hier sonst noch so gibt in den Dungeon. Ziemlich viel Quatsch in der Tasche. Oh, ist doch ausgedehnter als ich dachte. Oder dann eben doch nicht. Ja, alles klar. Dann mal fix zurück. Und dann hoffe ich mal stark, dass ich nicht nur Grab von Sada gefunden habe, sondern hoffentlich dann auch Sadas Gedanken. Ach, das war doch dieses eine Buch von eben. Kontemplation von Tralala. Könnt ihr zurückspulen, nochmal schauen, wie das Buch heißt. Das sind dann die sogenannten Sadas Gedanken. Und ja, das ist auch tatsächlich noch das Letzte, was mir von Akt 2 fehlt. Na, so gut wie das Letzte. Was noch ganz unschön ist, ist das Unglücksrad in den trostlosen Sanden. Aber das ist ein anderes Thema. Da sucht man sich auch den Arsch ab. Ja, der Klassiker. Es gibt hier ja noch so ein ähnliches Dungeon. Da muss man zwei Hebel bewegen, bevor der Eingang entsteht, und dann tauchen ja Elite auf und dann kommt man auch in so eine ähnliche Höhle. Ach, hier ist sogar Herr Sada. Das ist ja fantastisch. Oh, der hat sich ja gewehrt. Und übrigens, ich bin wirklich auf dem Schwierigkeitsgrad Inferno. Seht ihr vielleicht auch in den Gegenständen, die hier droppen. Aber für Akt 2 ist die Ausbaustufe von meinem Barbar halt so gut, dass ich hier keine wirklichen Schwierigkeiten habe. Okay, muss ich nicht wirklich mitnehmen. Ja, das ist also das Grab von Sada gewesen. Endlich gefunden. Ich gehe nochmal raus und zeige nochmal die Karte.
damit ihr besser sehen könnt, wo ich es jetzt gefunden habe. Wie gesagt, hier oben wird's, das ist der obere Bereich, da wird es in die Aquädukte, in die unterirdischen gehen. Hier unten ist der Weg zur Oase, der erste Wegpunkt, wo man zuerst aus den Wasserkanälen rauskommt. Und ja, hier ist es bei mir. Dieser schmale Verbindungssteg, den gibt es ja immer zwischen dem unteren und oberen Bereich. Und bei mir war es jetzt eben knapp unterhalb, wie ihr sehen könnt. Ja, ich hoffe, das Video konnte helfen und vielleicht wisst ihr mehr, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das Grab von Sada sucht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Kommentar, bewertet, abonniert mich und freut mich mit mir auf ein nächstes Video. Bye bye.